Hallo und herzlich willkommen. Das heutige Thema lautet das Prinzip von Le Chatelier oder das Prinzip des kleinsten Zwanges. Im Laufe dieses Filmes werden folgende Fragen beantwortet. Worin besteht dieses Prinzip und welchen praktischen Nutzen kann man daraus ziehen? An dieser Stelle solltest du bereits wissen, erstens, was das chemische Gleichgewicht ist, und zweitens, was eine exotherme und eine endotherme Reaktion ist. Ich möchte das vielleicht gleich einmal anhand eines, naja, hoffentlich anschaulichen Beispiels zu erklären versuchen. Sagen wir mal, wir haben ein Wirtshaus, welches einen großen Innenraum besitzt mit Tischen und Stühlen und eine große Sommerterrasse, wo auch Tische und Stühle stehen. Ein ganz normales Wirtshaus also. Sagen wir weiterhin, die Sonne scheint und es kommen viele Gäste und man wird feststellen, dass die allermeisten Gäste sich an einem warmen, sonnigen Tag an die Tische setzen, die im Garten stehen, die also draußen sind. Natürlich werden einzelne Gäste auch sich in den Innenraum setzen, etwa jene, die Angst vor Wespen haben oder eine Sonnenallergie, aber die meisten werden eben doch draußen sitzen. Sagen wir nun, im Laufe des Tages bedeckt sich der Himmel und es wird kühler. Nun wird man feststellen, dass die meisten Gäste sich doch reinsetzen in den Innenraum, wo es windgeschützt ist und wo es wärmer ist, während nur noch ganz wenige draußen sitzen bleiben. Aber es ist nicht so, dass alle reingehen, so kalt ist es dann doch nicht, sondern eben ein paar sitzen halt trotzdem draußen. Die Analogie zur Chemie besteht darin, dass wir so etwas wie einen Gleichgewichtszustand haben zwischen Menschen, die drinnen sitzen und Menschen, die draußen sitzen. Diesen Gleichgewichtszustand kann man eben andeuten mit diesem Doppelpfeil, der einmal nach rechts zeigt und einmal nach links zeigt. Bei warmem Wetter werden mehr Leute draußen sitzen als drinnen. Das kann man hier vielleicht symbolisch dadurch verdeutlichen, dass der Pfeil, der nach rechts zeigt, also nach draußen zeigt, größer ist als der Pfeil, der nach links zeigt. Bei kaltem Wetter ist es gerade umgekehrt. Da wird eher die Richtung nach drinnen begünstigt. Es werden mehr Leute drinnen sitzen als draußen. Auch hier angedeutet durch die ungleich großen Doppelpfeile. Und man würde sagen, das Gleichgewicht verschiebt sich auf die linke Seite in diesem Fall. Letztendlich ist das dann auch. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Sofatutor.com. Gute Bildung zu Hause.